endlich mal wieder Nuviso News, Ausgabe 104 nach ein paar Wochen Pause. Warum das so war, das erfahrt ihr gleich nach unserer Themenübersicht. Die größte Revolution aller Zeiten. Marc Friedrich stellt bei uns sein neues Buch vor. Ancient Connections. Dr. Dominik Görlitz und Ramon Zürcher suchen in Mexiko nach den fehlenden Puzzlesteinen unserer Geschichte. Und wer hat sich das alles ausgedacht? Wir sprechen mit Filmemacher Lutz Dambeck über die Anfänge der Digitalisierung. Ja, und ich begrüße an meiner Seite heute unseren lieben Aaron aus Vietnam. Da bist du gerade unterwegs, oder? Genau, ich bin hier im Norden in den Bergen. Es ist richtig frisch hier, nichts von wegen in den Sommer geflohen oder in die Wärme. Ich habe auch einen Pulli an und hier hat es gerade auch 5 Grad. Ich bin nicht weit von der chinesischen Grenze. Und ja, du meintest irgendwie zu mir, lass die News mal zusammen machen. Das float irgendwie dann vielleicht ganz anders. Und ich bin natürlich dabei. Ja, die Zuschauer haben es wahrscheinlich gemerkt. Ich war jetzt 3-4 Wochen, glaube ich, mit den News nicht am Start, lag aber auch daran, dass echt viel zu tun war. Dazu noch ein paar gesundheitliche Aussetzer, ein paar technische Aussetzer, ein paar Internetaussetzer. Aber vor allem war es eben der Zeit geschuldet, weil wir uns mal wieder viel zu viel vorgenommen haben in den letzten Wochen. Und dazu kam noch, das hatte ich in der letzten News-Sendung noch gar nicht erwähnen können, weil es gar nicht spruchreif war, aber unser lieber Frank Stoner hat sich ja aus diversen Gründen entschieden, nicht länger ein Stammcrew-Mitglied beim Homeoffice zu sein. Und das war natürlich erstmal für uns, Schock, was machen wir jetzt? Ja? Stellen wir das Format ein? Wie geht's weiter? Und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Wer das Format verfolgt, der weiß, es geht weiter. Und wer jetzt gerade sagt, was, Donner ist nicht mehr dabei, wie, wo, was? Sendung 405 war es, glaube ich, unter dem Titel Letzte Sendung. Für alle, die das nochmal nachhören möchten. Ja? Warum, wieso, weshalb? Ist schade, aber ja, show must go on, wie es so schön heißt. Und deswegen haben wir das Format Homeoffice ein bisschen umgestellt, auf einen neuen Kanal gestellt. Und das sei an der Stelle am Anfang erstmal ja, erwähnt. Und es gibt noch sehr viele weitere Neuerungen, Aaron, über die ich mit dir dann gerne noch im Detail sprechen würde wollen. Und ja, du hast recht, zu zweit float das immer mehr, wenn man sich einen Ball hin und her werfen kann. Ja, die Neuerungen hast du angesprochen und da können wir ja beim Homeoffice-Format einfach mal über 2, 3 Sachen reden. Es gibt ein neues Intro mit, ich habe mich schon dran gewöhnt und ich finde es deutlich, einen deutlichen Fortschritt im Vergleich zum letzten Intro mit der ja, spacigen Musik, der Animation, die auch nicht mehr ganz so, ja, sind wir mal ehrlich, war ein bisschen so Kinder-Zeichentricksendung alles. Mäßig alles und das ist ja, schon mag ein bisschen infantil jetzt gewesen sein, das stimmt schon, aber irgendwie ist es auch tief gegangen, wenn du das bei 400 Sendungen hattest, viele haben sich das als Klingelton runtergeladen. Ja, man muss sich dran gewöhnen, aber wie habe ich es vorhin gesagt, ja, Show must go on, die Welt dreht sich weiter und ja, also wir würden uns natürlich sehr freuen, euch weiterhin als Homeoffice-Zuschauer begrüßen zu dürfen, auch auf dem neuen Kanal. Und ja, wir sehen uns ja dann nachher auch gleich wieder 20 Uhr im Homeoffice. Und ja, aber wollen wir doch erstmal auf aktuelle Inhalte eingehen. Wir haben ein wunderbares Interview drehen können. Genau gesagt, Alexander hat das gemacht für die Sendereihe Achtung Buch. Und jetzt rat mal mit wem, du weißt es. Ja, ein Gast, der tatsächlich noch nie bei uns war, glaube ich, ein echter Hochkaräter. Und zwar geht es um Marc Friedrich. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Sie können mit Bitcoin abstimmen, indem Sie einfach aus dem System ausscheren oder Sie können sich Gold kaufen anonym oder Sie können sich einen Bargeldvorrat anhäufen und so weiter. Es gibt genügend Möglichkeiten, dagegen lautstark zu protestieren, weil ich habe ein ganzes Kapitel dazu geschrieben und ich nenne es tatsächlich die digitale Diktatur, weil der Euro ist ja eigentlich de facto schon digital. 96% aller Zahlungen laufen digital ab über das SEPA-System und der einzige Mehrwert, der jetzt gegeben wird, ist die Überwachung und ich habe mit einer EZB-Direktorin darüber
darüber gesprochen, mit der Barbara Kolm, die ganz klar sagt, es geht nicht um irgendwie Mehrwert, es geht einzig und allein darum, die Menschen zu überwachen. Das sagt jemand, der aus dem System kommt. Und selbst Frau Lagarde tut sich in Pressekonferenzen sehr, sehr schwer, den Pressevertretern zu erklären, was der aktuelle Mehrwert ist von dem digitalen Euro, weil wir haben ihn schon. Ne? Also deswegen, es wird uns als Regularien verkauft, als Mehrwert verkauft. In Wirklichkeit geht es nur darum zu überwachen. Warum? Weil momentan bekommt die EZB am Ende des Tages lediglich das Saldo, welche Bank hat welche Bank was überwiesen. Sie wissen aber nicht, was steckt hinter den Überweisungen von Bank A zu Bank B. Und das möchten sie haben, weil sie merken natürlich, sie haben es gesehen, mit Bargeld kann es einen Bankenrand geben. Mit Bargeld kann der Bürger sein Geld aus dem System rausziehen und damit auch anonymisieren, weil dann sieht kein Politiker, was der Mann A oder die Frau B mit ihrem Geld machen. Aber sie wollen wissen, was passiert und sie wollen es auch regulieren. Der Chef der Notenbank der Notenbanken, der BIS, der Bank of International Settlement in Basel, hat sogar gesagt, der heißt Carsten Augustin, hat gesagt, er möchte sogar programmierbares Geld haben in Zukunft. Das wäre ein Riesenvorteil beim CBDC, dem Central Bank Digital Currencies, also dem digitalen Euro, dem digitalen Dollar. Das heißt, man könnte zum Beispiel eine Laufzeit, ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf den Euro oder auf die CBDCs programmieren. Man könnte sogar programmieren, für was man das Geld ausgeben kann, was natürlich in der Zeit einer Klimakrise gigantisch ist. Man könnte CO2-Guthabenkonten dazu buchen oder zu gucken, bist du überhaupt schon 36 Mal gegen Corona geimpft oder hast du dich politisch korrekt verhalten oder kaufst du die richtigen Lektüren, bist du subversiv unterwegs? Man könnte genauso wie in Kanada bei den Trucker-Protesten das Konto einfach einfrieren oder schließen. Man könnte Steuern sofort abziehen. Das heißt, wenn man einmal nur zu spät zur Arbeit kommt oder zu schnell mit dem Auto fährt oder mit dem SUV es wagt, in eine Stadt zu fahren oder einen Verbrennermotor hat, wird man gleich abgestraft, wird gleich eingezogen, automatisch, ohne dass man dagegen Einspruch einlegen kann. Und das ist eine große Gefahr und die sehe ich tatsächlich. Ich sehe es sehr, sehr dystopisch, weil wir sehen dadurch eigentlich den absoluten Orwellschen Albtraum, dass wir nicht nur durch den Digital Service Act ein Wahrheitsministerium haben, sondern sogar ein Finanzministerium oder einen übergriffigen Staat, der sofort zugreifen kann, wenn man nicht dem Narrativ entspricht. Und wir sehen ja, dass der Meinungskorridor in den letzten Jahren immer enger wurde und derjenige, der kritisch ist, sofort irgendwie abgestempelt wird und diskreditiert wird. Und das ist eine brandgefährliche Entwicklung, weil ich finde, die Meinungsfreiheit ist oder die Demokratie ist das höchste Gut, das wir hart erkämpft haben, vor allem unsere Eltern und Großeltern mit viel Schweiß und teilweise auch Blut. Und da müssen wir auf jeden Fall auf die Barrikaden gehen, friedlich natürlich, aber man muss sich dagegen wehren. Und eine Möglichkeit ist es Bargeld, weil Bargeld ist geprägte Freiheit. Bargeld kann ich vom Konto abheben und erst dann, das ist auch ein wichtiger Hinweis, Herr Kühn, weil Geld auf dem Konto gehört ja nicht mir, das gehört der Bank und ich bin lediglich Gläubiger der Bank und kann sogar enteignet werden durch das Kaskadengesetz von Herrn Schäuble, nämlich durch die Einlagensicherung. Aber wenn ich es physisch abhebe, ist es mein Eigentum. Also ich muss es unter das Kopfkissen stopfen, ich muss es umwandeln in andere Wertspeicher oder ein Schließfach legen. Erst dann ist es mein Eigentum. Aber wenn ich ein digitales Geldsystem habe, dann kann ich nicht mehr aus dem System ausscheren, dann kann ich nicht mehr das anonymisieren und kann dann privat kaufen, was ich möchte, ohne überwacht zu werden. Weil wer weiß, vielleicht heißt dann irgendwann, ja Herr Friedrich, Sie hatten heute schon Bier. Ein zweites geht auf gar keinen Fall. Oder der Kaffee, das ist nicht mehr CO2-neutral oder was auch immer. Aber wenn ich es dann abhebe, dann kann ich damit machen, was ich möchte, ohne dass irgendjemand es kontrollieren kann. Und deswegen ist Bitcoin oder Gold oder auch Geld geprägte Freiheit und gibt mir die Möglichkeit, das aus der Sichtbarkeit der Politik zu nehmen, die ja immer mehr dazu tendiert, übergriffig zu werden oder sozialistisch, planwirtschaftlich das Geld zu verdummen. Ja, das komplette Interview mit Marc Friedrich gibt es natürlich schon für alle unsere Bronze-Abonnenten auf nuflix.de zu sehen und sehr bald, wahrscheinlich schon am Montagabend, kostenlos auf YouTube. Apropos, Achtung Buch, weil wir gerade Marc Friedrich mit Alex gesehen haben. Ich hatte auch mal wieder eine Idee letztens für Achtung Buch und zwar, ich bin ab und zu auf Multipolar unterwegs. Von Paul Schreier ist die Seite ja unter anderem. Und da findet man ja immer sehr ausführliche, gut recherchierte, lange Texte. Die machen auch nicht so viel, ein, zwei Texte in der Woche, aber immer wirklich sehr in die Tiefe gehend. Und da sah ich diesen Text, der mich sehr interessiert hat. Der hieß Dorfgemeinschaften machen sich unabhängig. Und da wurde ein Buch vorgestellt von einem Autor namens Ulrich Gaußmann, Wirtschaft und Finanzen neu gedacht. Und er beschreibt da unter anderem eben bereits jetzt existierende Ökodörfer, die unabhängig und autark leben, eben auch Stichwort Permakultur und solche Themen. Und wir sagen ja auch ganz oft hier im Homeoffice, wir reden viel zu oft über die Probleme, aber es gibt ja auch schon so viele Lösungen. Und dann habe ich ihn angeschrieben, ob wir ein Achtung Buch zusammen machen. Und dann sagte er mir, ja, was soll das denn genau werden? Barcode oder Homeoffice? Weil Achtung Buch oder Gespräch über mein Buch habe ich jetzt erst gemacht und zwar mit Katrin Huss.
Und da dachte ich, ah, die Katrin, die kam mir zuvor, die hat das Thema auch auf dem Schirm. Also dieses Gespräch ist tatsächlich schon im Kasten und auch da würde ich sagen, schauen wir mal rein in das interessante Thema. Das Geschäft der Hauptbank ist, auf den Knopf zu drücken, ein Konto zu öffnen und wenn man einen Kredit braucht, dann minus 50.000 drauf zu buchen, dann hat man 50.000 Geld geschaffen. Aber woher? Welcher Wert ist denn? Aus dem Nichts. Das ist das Fiat-Geld. So, und das ist eine der großen Krankheiten des Geldsystems. Das weiß auch jeder Fachmann, dass das so ist. Aber natürlich wird es nicht abgeschafft. Das ist ja wunderbar, dass Staaten und die Banken, also die Nationalbanken, die Staatsbanken, die Zentralbanken dafür sorgen können, ständig Geld zu schaffen. Wenn man Schulden hat und die nicht zurückzahlen kann, dann produziert man halt neues Geld und zahlt mit dem neuen Geld die alten Schulden zurück und so weiter und so fort. Und so entwickelt sich dieser unsägliche Geldkreislauf, diese Geldblase, diese Finanzblase, die inzwischen x-mal größer ist als das, was tatsächlich an Waren und Dienstleistungen in Volkswirtschaften produziert wird. Das läuft ja völlig auseinander. Mit riesigen Problemen und riesigen Gefahren, weil bei Gelderschaffung aus diesem Prozess heraus, das ist immer mit Krediten verbunden. Und das ist das Hauptproblem. Das muss ja wieder zurückgezahlt werden. Wenn man Geld schafft, muss es irgendwie zurückgeführt werden, wird es aber nicht, sondern man schafft Neues. Dann schafft man Sonderhaushalte, Sondervermögen, heißen die dann auch beschönigend. Der Erfindungsreichtum der Staaten und der Banken ist praktisch unerschöpflich, für Zwecke Geld zu schaffen aus dem Nichts. Das machen die Zentralbanken. Und es gab eine wichtige Zäsur, das ist 1971 gewesen, als die USA, also Nixon, der damalige Präsident, die Bindung des Geldes ans Gold abgeschafft hat. Damals gab es eine Goldbindung, eine Unze Gold, 35 US-Dollar, das war der Kurs, das wurde abgeschafft. Also das Geld, was geschaffen wurde, war immer mit Gold unterlegt. Und seitdem ist man praktisch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da kann man Geld schaffen ohne Ende für Kriege, für Staatsrepräsentationen, für alles Mögliche, auch für andere Zwecke natürlich. Aber das hat den Finanzkapitalismus wesentlich beschleunigt mit der ersten großen oder letzten großen Krise 2007, 2008 mit der Bankenkrise, wo es fast zum Kippen gekommen wäre durch Hauskredite in den USA, die massenhaft vergeben wurden an Menschen, von denen eh klar war, dass sie die Kredite nie bezahlen können, auf so ein super Geschäft der Banken. Und manche erinnern sich ja noch an die Szenen im Fernsehen, wo unsere damalige Bundeskanzlerin, also die Bundeskanzlerin Merkel und der damalige Finanzminister Steinbrück, da ganz quasi reumütig vor der Kamera standen und behaupteten, die Einlagen der Deutschen sind sicher. Das war, der Bankenrun war das große Problem. Wenn alle gleichzeitig zur Bank rennen und ihre Guthaben abheben, die sind ja gar nicht da. Die sind ja gar nicht da. Die liegen ja nicht im Schuhkarton unter dem Tresen, sondern die sind irgendwo oder auch gar nicht. Und wenn alle gleichzeitig zu Banken rennen, das ist ja passiert in einzelnen Ländern, dann führt das zum Zusammenbruch des Finanzsystems. Das geht dann gar nicht mehr. Und das war die letzte große Finanzkrise, an der heute noch laboriert wird. Dann begann die große Zeit der internationalen Vermögensverwalter, also BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street und so, die Umstellung der Finanzsysteme von der Zockerei, vom Casino auf andere Art von Investitionen, nämlich auf Beteiligungen weltweit an Unternehmen. Das ist das, was wir heute haben mit dem größten Vermögensverwalter BlackRock, der quasi an jedem größeren und mittleren Unternehmen der Welt beteiligt ist und zwar maßgeblich oder in der Summe auch maßgeblich beteiligt sind. Dann wurde die Volksaktie erfunden, die ist ETF. Wo man sich beteiligen kann an den großen Unternehmen mit kleinen Beträgen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die multiple Krise der Gesellschaften, auch die Finanzkrise. Man muss ja heutzutage nur in die Tageszeitung gucken und die Schlagzeilen hören. Die Haushaltskrise, ist kein Geld da, die Bauern sind auf der Straße, die Subventionen gestrichen werden, das muss erhöht werden, neue Steuern erfunden werden, da ist man sehr kreativ, ständig neue Steuern zu erfinden, weil man Geld braucht. Aber das ist ja endlich, weil wenn man sich vorstellt, dass man privat in der Situation wäre und weil man nicht genügend Einkommen hat, ständig wieder Kredite aufnehmen kann und auf den Kredit noch einen Kredit und auf den Kredit wieder einen Kredit. Das ist ja eine Spirale, die irgendwann zusammenbrechen wird, weil das nicht mehr geht. Wenn ein Gläubiger ausfällt, der den Kredit eben nicht zurückzahlt, dann sind die Kreditgeber natürlich sofort in der Bredouille, das sind die Banken in der Regel und führt eben zu solchen Katastrophen, was
in der Wirtschaftswissenschaft ganz offen diskutiert wird, dass also ein Crash der Finanzmärkte bevorsteht. Wann und wie, wissen wir nicht. Und man muss es umstellen. Katrin Hohes im Gespräch mit Ulrich Gaußmann, auch das bereits für alle Nuflix-Abonnenten auf nuflix.de zu sehen und natürlich demnächst auch auf voller Länge in oder auf YouTube. Aaron, lass uns doch mal zusammen jetzt hier auf unsere Webseite schauen, denn ich würde unseren Zuschauern gerne mal unsere Neuerungen vorstellen. Also auf den ersten Blick, jetzt fragt man sich, was ist da neu? Okay, jetzt Gold hier. Ja, also wir haben erstmal grundrenoviert auf der Seite. Wir haben neue Formate, ja, wie Check, Techniken der Manipulation. Aber im Großen und Ganzen ist die Hauptneuerung die, dass wir es jetzt mehr unterteilt haben. Wo wir früher nur eine Mediathek hatten, haben wir jetzt nach Sendungen, Filmen und Kongressen sortiert, weil es einfach viel zu viel geworden ist. Und gerade wenn man auf Filme sieht, da sieht man schon, da hat sich die Angebotspalette enorm erweitert. Wir haben sehr viele gute Filme handverlesen im Programm. Also alles, was wir sozusagen denken, das könnte unsere Zuschauer interessieren. Viele Filme, die man eigentlich gar nicht so kennt, die man auf anderen Portalen wirklich nur sehr schwer findet. Da geben wir uns sozusagen die Mühe und machen da schon mal eine Vorauswahl und sortieren quasi den ganzen Blödsinn raus. Also da bitte ich einfach mal vorbeizuschauen. Und wir haben selbst hier auf Nuflix nur eine kleine Auswahl an Filmen, die es da zu sehen gibt, wenn man eine Goldmitgliedschaft hat. Ja, da gehe ich gleich näher drauf ein. Wenn man hier auf der Filmseite ist und dann hier unten auf diesen Link klickt, dann kommt man nochmal auf die ganze Auswahl mit mehreren hundert Filmen, die es da zu bestaunen gibt. Und deswegen würde ich sagen, schaut da rein, das lohnt sich. Und jetzt gehen wir nochmal hier zurück und ich will nämlich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie man was da jetzt die Neuerung ist. Wenn man hier oben auf Mitgliedschaft klickt, bekommt man eine Übersicht, wo das Ganze wunderbar erklärt ist. Wir haben 4 Abo-Modelle und ich sage eines vorweg, niemandem entsteht irgendein Nachteil, jeder hat Vorteile. Zum Beispiel haben wir ein Silber-Abo für 12 Monate im Angebot, was allerdings auch jeder automatisch erhält, der bisher 1 Euro im Monat gezahlt hat. Wir haben alle, die weniger oder maximal 12 Euro bisher im Monat bezahlt haben, automatisch in den Silberstatus gebucht. Alle, die mehr bezahlt haben, ja, die haben natürlich auch einige den Goldstatus. Das sind nicht wenige, das ist eine zweistellige Anzahl an Leuten gewesen. Haben wir das jetzt so eingeführt. Es ist relativ selbsterklärend. Wir haben auf vielfachen Wunsch jetzt auch die Option für Jahresabos eingeführt. Und man sieht auch hier, wenn man sich dafür entschließt, mit einer einmaligen Zahlung gleich ein ganzes Jahr zu abonnieren, dann kriegt man 2 Monate geschenkt. Ja. Statt 72 Euro sind es dann eben nur noch 60 Euro bei einem Bronze-Abo. Und was kann man dafür kriegen? Das ist ja die wesentliche Frage. In einem Bronze-Abo hat man all das, was man bisher auch hatte. Das heißt, vorab Zugriff auf alle unsere Sendungen, auf Homeoffice, Tacheles, Mystery Files, die ganzen Interviews, Ruderboot und so weiter, die wir so produzieren, hat man mit einem Bronze-Abo nach wie vor Zugriff drauf. Im Silber-Abo haben wir uns überlegt, wollen wir zusätzlich in Zukunft Sendungen produzieren, die ein bisschen aufwendiger sind in der Produktion, die uns quasi mehr kosten. Und davon machen wir es letztlich auch abhängig, was eben in diesem Topf zur Verfügung steht. Das wird auch für bessere Projekte verwendet. Aber es ist tatsächlich leider so, in dieser schnelllebigen Zeit, es lohnt sich nicht mal mehr, einen Dokumentarfilm wirklich zu machen, weil der ist, wenn du den über YouTube zum Beispiel publizierst, nach 48 Stunden durch, wie man so schön sagt. Und es ist für Filmemacher ja wirklich keine einfache Zeit, irgendwie davon leben zu können, wenn man sich nicht diesen Mainstream-Narrativen anbietet. Ja, da wirst du natürlich mit Förderkohle zugeschissen. Genau, dazu kommen wir gleich noch. Oder doch, kommen wir doch gleich dazu, wenn wir gerade sind. Rätselpyramiden im Atlantik. Wir haben am 15. 16. März unseren nächsten Kongress zusammen mit Dominik. Die Tickets dafür kann man im nuvisoshop.de bereits erwerben. Und mit Dominik haben wir auch derzeit eine neue Serie produziert, Ancient Connections. Ja? Davon gibt es schon mehrere Ausgaben und es wird noch mehr geben.
Besser sieht man das, wenn man hier oben auf Sendungen geht und dann hier Abora TV auswählt, dann sieht man alles von Abora TV. Und da sieht man hier oben schon die ersten beiden Sendungen, Ancient Connections, das Rätsel der Tiwanaku-Kultur und Pumapunku. Ja, war das vielleicht eine Hafenpyramide? Dominik Görlitz und Ramon Zürcher sind vor Ort, haben sich das angeschaut und auch da würde ich sagen, schauen wir mal kurz rein, oder? Wir haben hier ein anderes Dekor, wir haben eine andere Bauweise, wir haben auch andere Materialien. Ja, es gibt hier auch den Buntsandstein, aber ich würde einfach mal die These aufstellen wollen, dass die Masse der Andesitsteine eigentlich von hier entfernt worden sind, als man später Tiwanaku gebaut hat. Und die große Frage ist, ja, welche Rolle hat die Seefahrt gespielt, dass diese gesamten Andesitblöcke aus Peru stammen, die erstmal per Schiff hierher geholt werden mussten? Wie beurteilst du diese Behauptung? Ja, also wie wir ja aus Luftbildern und LIDAR-Scans wissen, hat hier ein Hafen bestanden, direkt vor Pumapunku, wo eben diese Steine auch angebracht wurden, vielleicht auch für den Bau von Tiwanaku, aber vor allem eben auch hier diese Andesitblöcke, gigantische Plattformen, die eben anscheinend von Peru hier rüber über den ganzen Titicacasee hierher gebracht wurden. Und ich nehme mal an, dass sie erst dann hier bearbeitet wurden, also vor allem gefräst und gebohrt, also mit einer Technologie, die man diesen Kulturen damals, sozusagen Steinzeit, nicht zutrauen würde. Und da haben wir wieder dasselbe Problem wie überall auf der Welt. Da ist eine Technologie und dann plötzlich kommt nur noch Ramsch. Und ja, was soll man damit anfangen? Hat vielleicht eine frühere Hochzivilisation existiert? Ist ein Kataklysmus gekommen? Hat das ganze Wissen ausgelöscht? Und erst später haben dann die Leute wieder lernen müssen, wie man Stein für Stein zusammenträgt, wie man stabile Mauern baut. Also für mich macht es hier den Anschein, dass hier das alte, eigentlich das Pumapunku, eine viel höhere Technologie darstellt oder einfach auch augenscheinlich da ist, als dass wir das an anderen Orten oder eben hinter uns dort in Teotihuacan haben. Ancient Connections, zwei Ausgaben gibt es bereits für alle Bronzemitglieder zu sehen. Und ja, soweit zu den Neuerungen auf unserer Webseite. Genau, während wir hier gerade so ein bisschen am Durchscrollen sind, gleich mal eine Frage noch von mir, weil hier sind ja echt ganz schöne Perlen versteckt, auch ganz Aktuelles. Es gibt den neuen Film von Aya Velasquez, die Geheimakte Corona-Expertenrat, der, soweit ich weiß, auch ziemlich durch die Decke ging, gute Klicks hat. Ich glaube, 2 Stunden tiefgründigst recherchiert. Ich glaube, sie saß da auch wieder Monate dran, professionelle Sprecher und eigentlich auch noch mal wieder eine komplette Entzauberung dieses ganzen Narrativs. Viele wissen davon schon viel, aber es geht ganz speziell um den Corona-Expertenrat, der eine entscheidende Rolle bei dem in den Weg bringen der möglichen Impfpflicht gespielt hat. Und ja, der ist tatsächlich bei uns auch schon am Start hier, ja? Okay. Ja, wir zeigen ihn mit. Er steht natürlich kostenfrei auf YouTube. Deswegen zeigen wir ihn mit, damit er möglichst große Verbreitung findet. Ja, da sind auch die Zuschauer aufgerufen. Dieser Film gehört eigentlich ins Fernsehen. Ja, also informiert euch darüber. Und das ist auch etwas, was man jemanden an die Hand geben kann, der bis jetzt noch zweifelt. Ja, auf unserer Seite ist man ja eher verzweifelt mit den Leuten, mit denen man diskutiert über dieses Thema. Ja, aber wenn auf der anderen Seite noch Zweifel herrschen, dieser Film ist ein guter Augenöffner. Ein anderer Film, der mir hier gerade ins Auge springt, weil ich die Beschreibung dazu schon ein paar Mal gelesen habe und extrem interessant fand. Und du, Frank, hast mir auch schon ein paar Mal von dem Film erzählt, Das Netz. Der ist, glaube ich, wirklich ein absolutes Muss für jeden, egal wofür man sich interessiert, weil da geht es um fast jedes Thema, glaube ich, wird da mal angesprochen. Ja, da haben wir, glaube ich, auch noch was zu sagen, oder?
Ja, das Netz, das stimmt, das ist ein Film, der ist jetzt 20 Jahre her, gedreht von Lutz Dambeck. Und Lutz Dambeck, das ist dieser Herr hier, mit dem ich gerade ein Interview, sogar zwei geführt habe. Lutz Dambeck ist wirklich dahingehend sehr interessant. Er hat nicht nur den Film gemacht, Das Netz, sondern in dem Film, Das Netz, geht es ja um eigentlich zwei Fragestellungen. Ja? Die eine Fragestellung beschäftigt sich so ein bisschen mit den Anfängen und mit den Ideen der Digitalisierung, die ja bereits in den 30er, 40er Jahren so langsam Fahrt aufnahm. Und auf der anderen Seite hat Lutz Dambeck, als er dieses Thema angegriffen hat oder angegangen ist, auch Kritiker dieser Entwicklung gesucht. Und er stieß damals auf Ted Kaczynski, der damals im Knast saß, weil er als UNA-Bomber und Massenmörder angeklagt war. Und Lutz Dambeck hat regen Schriftverkehr über mehrere Jahre mit Ted Kaczynski, dem UNA-Bomber, geführt. Und dies hat natürlich auch alles in dem Film Das Netz Verwendung gefunden. Und es war sehr spannend, mit Lutz Dambeck zu sprechen. Wie gesagt, zwei Interviews habe ich mit ihm gemacht. Und das erste kommt jetzt gleich, 19 Uhr Samstag auf dem Cosmic Cine Kanal als Premiere. Und vielleicht können wir da schon mal einen ganz kleinen Vorgeschmack geben, denn wir haben über die Macy-Konferenzen gesprochen. Ja, und diese Macy-Konferenzen, die fanden während des Zweiten Weltkrieges nach den Wirren des Ersten Weltkrieges statt. Und da hat man einfach gedacht, wie können wir diesem Menschsein das Menschsein austreiben? Ja, dass sowas wie Faschismus nie wieder existiert und damit der Mensch quasi willenlos ist und lieb und brav bleibt und eigentlich kein Aufbegehren mehr verspürt. Das ist vielleicht im Ursprung sogar ein positiver, kein böswilliger Gedanke gewesen. Das Problem war, dass diese führenden Wissenschaftler die Wissenschaftler waren. Keine Politiker, die hatten auch keine Agenda, die hatten, wie gesagt, wahrscheinlich gute Absichten. Aber diese Wissenschaftler wurden eben sehr schnell missbraucht, denn bei diesen Macy-Konferenzen waren natürlich auch sehr schnell die Geheimdienste dabei. Und die haben dieses Wissen und die Gedanken und auch die Erkenntnisse, die aus diesen Macy-Konferenzen hervorgingen, genutzt für Programme wie MK Ultra zum Beispiel, mit denen wiederum Ted Kaczynski enge Berührungspunkte hatte, denn er selber war ja ein hochgradig intelligenter Mathematikprofessor. Ne? Und vielleicht war es genau dieses Wissen, was er hatte, was ihn schon in den 70er Jahren zum Kritiker gemacht hat und wahrscheinlich auch zum Verantwortlichen der UNA-Bomberanschläge. Er selber hat es ja sein Leben lang abgestritten, es gewesen zu sein. Ne? Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz rein in dieses wirklich spannende Gespräch mit Lutz Dambeck, denn ich habe mit ihm versucht, wirklich diese Anfänge dieser Digitalisierung aufzudröseln. Und ja, ich weiß nicht, ob es uns gelungen ist, aber es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Es ging eigentlich darum, der augustinische Teufel ist für Norbert Wiener die reale Natur gewesen. Und es ging eigentlich darum, eine neue Natur zu entwickeln, die steuer- und regelbar ist. Ja. Also wo man sozusagen nicht diesen Tücken und den chaotischen Zufällen wie sagt man, einer Schöpfernatur im Grunde genommen sich aussetzen muss. Das empfand man also aus der Wissenschaft heraus formuliert, auch als eine Zumutung und Beleidigung. Also diese Idee, eine bessere Natur zu schaffen, und Angst zu haben vor der echten Natur, das sind meines Erachtens Antriebe, die vielleicht mehr oder weniger im Unterbewussten eine Rolle spielen. Aber die sind auf jeden Fall zu beachten bei der Antwort auf die Frage, wie kommt man auf die Idee, dass der Mensch wie eine Maschine funktioniert und im Grunde genommen regel- und steuerbar ist oder beziehungsweise Regel- und Steuerkreisen unterworfen werden kann. Nun haben sich bei den Macy-Konferenzen führende Neurowissenschaftler, Psychologen und so weiter getroffen, die Ja. alle quasi dieses Gedankenmodell hatten. Das Gehirn funktioniert wie eine Ja. Maschine. Und dann haben sie versucht, das zu definieren. Ja. Und die Absicht dahinter waren ja erstmal entweder neutral bis gut. Man wollte vielleicht eine bessere neue Welt erschaffen, wie So auch ist immer. es. Naja, eine offene Aber Welt im Grunde genommen. Eine Welt, die im Grunde genommen ihre Entsprechung hat in diesen technischen Systemen. Und das genau, ist das eine waren so die offene, Grund. binäre, diverse Welt, wo wir heute das alles in der Zeitung lesen können, dass das im Grunde genommen doch die Zukunft ist, auf die die Welt zusteuern sollte.
Nun gab es diese 10 Konferenzen mit diesen ganzen Wissenschaftlern, die sich auch unter anderem deswegen getroffen haben, weil sie selbst in ihrem Umfeld, selbst in ihrem akademischen, universitären Umfeld kaum verstanden wurden. Ja, also sehr, sehr, sehr schlaue Köpfe. Sie haben ein Interview mit Heinz von Förster geführt. Nee, das würde ich doch nicht sagen, weil die sind ja alle an wichtigen Universitäten gewesen. Die sind zum Teil auch in die Kriegswirtschaft eingebunden gewesen. Also ein Typ wie Licklider zum Beispiel ist ja jemand, der, oder Vannevar Bush zum Beispiel, der Erfinder des MEMEX, also das sind Leute, die für die amerikanische Kriegswissenschaft und letztendlich dann auch die Kriegswirtschaft, weil ohne die Wirtschaft kannst du diese ganzen Apparate und Institute sozusagen nicht betreiben. Ja, ich würde gerne dieses Bild skizzieren von diesem Netzwerk. Bei diesen MACE-Konferenzen, wie gesagt, haben sich diese führenden Wissenschaftler Gedanken gemacht, um eben diese Frage, was ist Wahrnehmung, wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert das Gehirn? Und dann gab es natürlich auch Teilnehmer aus dem militärisch-industriellen Komplex, Teilnehmer der CIA, die Geheimdienste haben sich natürlich sehr für diese Gedanken interessiert. Und kann man sagen, dass diese, oder ich denke schon, dass man das sagen kann, es sind ja geheime, mittlerweile ist es bekannt, unter anderem Projekte wie MK-Ultra oder generell dieser Forschungszweig, der eben im Geheimen betrieben wurde, dass man versucht hat zu erforschen, wie man die Gedanken kontrolliert, im besten Fall steuert. Sind diese Forschungen ein Ergebnis aus diesen MACE-Konferenzen, aus den Überlegungen, die dort stattgefunden haben? Baut das aufeinander auf? Ja, ich meine, es ging erstmal darum, den Krieg zu gewinnen. Ja? Also, und dann in der Nachkriegszeit, nach dem heißen Krieg, kam der Kalte Krieg. Und im Kalten Krieg, wie wir wissen, sind wesentliche Waffensysteme entwickelt worden. So, und wie lange ging der Kalte Krieg? Der ging bis 89. Und ich meine, hat der Krieg dann aufgehört oder haben die militärischen Entwicklungen dann aufgehört? Also die Raketen und die Waffensysteme sind im Grunde genommen nur intelligenter geworden. Ja. Über die Anfänge der Digitalisierung habe ich mit Lutz Dambeck gesprochen und 19 Uhr, also gleich für alle, die uns jetzt gerade hier live in der Premiere verfolgen, kommt das ganze Interview auf dem YouTube-Kanal von Cosmic Sinne. Und Aaron, ja, wir sehen uns ja dann schon 20 Uhr wieder im Homeoffice. Ja, genau. Wir haben nämlich auch ein Gespräch mit Andreas Koch geführt im Homeoffice. Sage ich das jetzt so? Ja, natürlich. Das ist ja schon für unsere treuen Plus-Abonnenten schon länger hier auf der Webseite, gleich dann eben für alle einsehbar. Und ja, mit Andreas geht es eigentlich immer um die ganz großen Themen Evolution, Spiritualität, Bewusstsein. Und das war auf jeden Fall wieder eine spannende Runde. Homeoffice also gleich. Übrigens auf einem neuen Kanal. Es gibt immer bestimmt noch ein paar Leute, die jetzt vielleicht 2-3 Wochen hier gar nicht reingeschaut haben und jetzt hier die Novisio News sehen. Der alte Homeoffice-Kanal, kann man eigentlich sagen, ist so ein bisschen passé. Da wird nichts mehr hochgeladen. Der neue heißt Homeoffice 2.0. Erfreut sich eigentlich auch schon ganz guter Beliebtheit. Wir kommen da, glaube ich, ganz gut voran, auch wieder eine gewisse Abonnentenzahl zu erreichen. Aber wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es doch noch gerne. Da kommen die neuen Homeoffice-Folgen, sowohl die Lives als auch die Aufzeichnungen raus. Welche Kanäle sind sonst eigentlich noch wichtig? Jetzt blöde Frage, aber vielleicht ist das für manche Zuschauer. Welche ist eigentlich unwichtig gespielt? Es geht ja eigentlich um NuFlix. Ja, wer auf nuflix.de schaut, der verpasst gar nichts und der kriegt auch alles mit. Wer uns versucht, über YouTube zu finden, der hat hier und da seine Probleme. Liegt teilweise an YouTube, liegt auch teilweise an uns, weil wir das halt sehr verstreuen. Wir wollen nicht alles wirklich immer von einer Quelle abhängig machen, die du dann mit einem Knopfdruck einfach deleten kannst. Deswegen spreaden wir das ein bisschen und versuchen uns, wir spielen halt unsere Spielchen. Ja. Schaut uns auf nuflix.de. Alles andere ist im Grunde egal, wenn ich das mal so sagen darf. Will ja auch gar keine Werbung für YouTube machen im Grunde genommen. Aber es ist nun mal
aus technischer Sicht sinnvoll, trotzdem diesen Weg zu gehen, weil YouTube nun mal für Eigentraffic sorgt. Und das ist halt wichtig, auch wenn die Algorithmen jetzt nicht unsere Freunde sind, sind sie trotzdem nach wie vor ein wichtiges Tool, um auch unsere Inhalte zu verbreiten, was wir ja nicht machen, weil wir irgendwie Geltungsdrang haben oder so, sondern weil uns sehr, sehr wichtig ist, was wir sagen. Das, was wir sagen, sagen zwar auch ein paar andere, aber das sind viel, viel, viel zu wenige. Und es ist einfach wichtig, in einer pluralistischen, demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft, ja, dass jede Meinung gehört und diskutiert wird und nicht einfach pauschal unterdrückt wird und Millionen von Menschen von der Parteispitze, vom Elfenbeinturm ganz oben als Ratten bezeichnet werden. Das sind sehr beängstigende Zustände geworden in unserem Land. Da würde ich mir doch mehr wieder Debatte wünschen und auch vor allen Dingen von den GEZ-Leitmedien, dass die endlich ihren Job tun und sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, diesen Inhalten auch entgegenzukommen und entgegenzutreten, wenn das die Absicht ist. Mit Argumenten, mit Debatte und Zahlen und Fakten von mir aus auch. Aber nicht so, nicht mit Verbot. Das ging immer nach hinten los, eine Geschichte. Ja. Deswegen halte ich unsere Arbeit auch für essentiell wichtig und bin froh, dass wir die noch machen dürfen. Ja. An dich vielen Dank, Aaron. Ja, du hast gerade über nochmal ganz kurz das Thema Meinungsfreiheit und Co. angesprochen. Ich finde es extrem geil, wie getriggert jetzt manche Journalisten sind, sowohl überm Teich in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland, die völlig empört sind über die Tatsache, dass Tucker Carlson in Moskau ist. Es ist so geil. Deswegen meine Abschlussworte sind, ich bin jetzt gleich wieder im Schlafbus zurück nach Hanoi und ich hoffe, dass es stimmt, dass um 0 Uhr deutsche Zeit, habe ich gehört, ist glaube ich nur ein Gerücht, dieses Gespräch rauskommt. Ich glaube, das gucke ich mir 5-mal an. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich glaube, das ganze Internet wartet gerade und vielleicht habe ich ja Glück und ich kann mir damit auf der langen Fahrt die Zeit totschlagen, sozusagen. So viel von mir. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Aufreger, vielleicht sogar des Jahres. Und ja, hat mich gefreut. Das war eine Nuviso News. Und wir sehen uns, wie gesagt, für die, die jetzt gerade live dabei sind, auch gleich nochmal im Homeoffice mit Andreas Koch. Genau, bis dahin, wir freuen uns.